Alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bilhuda. Wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi. Walau kariha al-mushrikun. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam. Wallahi, ich liebe euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Heute, meine lieben Geschwister, möchte ich euch eine neue Reihe von Vorträgen vorstellen. Und zwar beschäftigt sie sich mit den besten Männern dieser Umma. Mit den besten Männern dieser Umma, die für diese Botschaft des Islam mit ihrem Gut, mit ihrem Blut und mit ihren Tränen bezahlt haben. Die sich engagiert haben, die sich angestrengt haben, die sich aufgeopfert haben für diese Religion, wie nach ihnen kein Mensch mehr. Diese Männer hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam für uns verboten, sie zu hassen. Und es ist für uns eine Sunna, sie zu lieben. Wer sind diese Männer? Das sind die Sahaba. Das sind die Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Die Leute, die sich um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ein menschliches Schutzschild gestellt haben, um die Angriffe der Quraysh damals, also der Nichtmuslime, abzufangen. Die Männer, die wirklich alles gegeben haben für die Botschaft des Islam. Allah subhanahu wa ta'ala selber ehrt sie im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit ihnen zufrieden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabi'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dhalika al-fawz al-'azim. Die Vordersten, die Ersten der Auswanderer, die Muhajirun, und deren Helfer, die Ansar, und jene, die ihnen auf die beste Art und Weise gefolgt sind, mit ihnen ist Allah wohlzufrieden. Und sie sind mit Allah wohlzufrieden. Und er hat ihnen Gärten bereitet, welche durchströmt werden von Bächen. Darin sollen sie ewig bleiben und für immer. Das ist die höchste Glückseligkeit. Diese Männer, diese Muhajirun, diese Ansar, das sind unsere Vorbilder, das sind unsere Helden, das sind unsere Helden dieser Umma, denen wir nachstreben, denen wir nachfolgen, die wir lieben in ihren Taten und ihren Einsätzen für den Islam. Heute wollen wir uns beschäftigen mit einem der besten Freunde des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza ibn Abdul Muttalib ist nicht nur der Onkel väterlicherseits des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, sondern er ist viel mehr darüber hinaus. Er war der Milchbruder des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hamza radiallahu anhu, die haben sich die gleiche Stillamme geteilt. Die hatten praktisch die gleiche Mutter. Eine Milchmutter hat viele Rechte und Milchgeschwister sind wie wirkliche Geschwister im Islam. Also die beiden waren nicht nur Milchgeschwister, sondern sie sind auch, gehörten der gleichen Generation an und sind aufgewachsen als Freunde, als Kumpels. Die haben zusammen gespielt und haben alles zusammen gemacht. Bis zu einem gewissen Alter, wo die Kindheit dahin schwindet und sie beide langsam Männer geworden sind. Da haben sich ihre Wege ein wenig getrennt. Das heißt, sie sind in zwei verschiedene Facetten des Lebens eingetreten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich eher von den Menschen abgesondert. Der hat sich eher zurückgezogen und war eher ein Einzelgänger. Hamza radiallahu anhu im Gegensatz dazu, der hat eher den Kontakt zu den Adligen der Quraysh gesucht. Ne, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hamza kamen aus einer einflussreichen adligen Familie der Quraysh und Hamza gehörte eben dazu und war ein sehr geachteter Mann, der aber vor allen Dingen durch seine Stärke und auch durch seine Weisheit auffiel. Die Wege hatten sich vielleicht ein wenig getrennt, aber Hamza liebte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr und er bewunderte ihn sehr, denn er kannte ihn von klein auf an. Er war sich bewusst, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam niemals dabei gesehen hat, dass er gelogen hat oder schlechte Taten getan hat. Also Hamza wusste über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was kaum ein anderer wusste. Er kannte ihn als Kind. Er wusste, wie aufrichtig, wie ehrlich er war. Was für ein besonderer Mann er war. Also Hamza liebte ihn sehr. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Sendung des Islam beauftragt wurde und im Geheimen noch den Islam predigte, aber schon
es gab schon eine Bewegung zum Islam hin. Hat das den Quraysh, den Adligen der Quraysh, natürlich nicht gefallen. Die haben das zuerst, die erste Zeit, ignoriert, totgeschwiegen. Als es aber vermehrt, also der Islam vermehrt in den Munden der Menschen war, da fingen sie an, darüber zu labern. Die haben also über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hergezogen, haben ihn verunglimpft, haben ihn beleidigt. Hamza radiallahu anhu, der mit den Adligen Kontakt hatte und unter ihnen war, einer von ihnen war sozusagen, hörte das eine Zeit lang mit an und hat immer versucht zu beschwichtigen, hat immer gesagt, übertreib doch nicht, wir kennen doch Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also er hat das versucht zu beschwichtigen und hat das eher beiseite geschoben, hat es eher nur beobachtet, anstelle einzugreifen. Das änderte sich aber, als den Quraysh, also den Adligen der Quraysh, es nicht mehr reichte, nur zu beleidigen, sondern sie fingen an, offen zu provozieren. Das heißt, sie haben den gesamten Allah sallallahu alaihi wasallam provoziert und noch mehr als das. Es ist ein Ereignis, welches Hamza zugetragen wurde, als er von der Jagd kam. Der ging oft in die Wüste und begab sich auf die Jagd. Der war ein sehr guter Jäger. Der war bekannt dafür, dass er mit seinem Pfeil und Bogen sehr gut umgehen konnte. Er kam zurück von der Jagd und da traf er eine Sklavin von einem der Adligen der Quraysh. Und sie hat Hamza berichtet, oh Hamza, heute ist etwas passiert. Sie haben deinen Neffen Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt und haben ihn sogar geschlagen. Abu Lahab hat ihn geschlagen. Das hat Hamza gereicht. Da war für ihn Zapfenstreich. Das hat sein Herz berührt und er hat seinen Bogen genommen und hat sich sofort auf den Weg gemacht zur Kaaba. Vor der Kaaba, da haben die Adligen der Quraysh gesessen und unter ihnen in der Mitte Abu Lahab am Lachen. Hamza ging mit festem Schritt voran, marschierte direkt auf diese Gruppe zu, nahm seinen Bogen und hat damit Abu Lahab auf den Kopf geschlagen, bis dieser geblutet hat. Hamza hat nicht nur ihn geschlagen, sondern er hat auch noch gerufen. Wie könnt ihr es wagen, Muhammad zu beleidigen? Was Muhammad sagt, sage ich auch. Und zu der Religion, der Muhammad sich bekennt, bekenne ich mich auch. Wenn du, Abu Lahab, also kämpfen willst, dann steh auf und kämpfe dich, wenn du traust. Die Quraysh hatten solche auch. Was? Das war für sie wie ein Erdbeben. Hamza, der eigentlich zu ihm gehörte, dieser mächtige, kräftige Hamza, schlägt Abu Lahab auf den Kopf. Abu Lahab, sein Blut tropfte. Aber sie konnten sich nicht um Abu Lahab kümmern, sondern sie waren wie erstarrt, wie im Schock. Hamza bekennt sich zur Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war für sie ein wirklicher Schock. Hamza nahm seinen Bogen und ging weg. Hamza, der so stark von den Quraysh, also die Meinung kundgetan hat, als er zu Hause ankam, kam er ins Grübeln und hat nachgedacht und hat sich überlegt, war es richtig, was ich getan habe? Also diese Handlung war sehr emotional. Und er hat sich überlegt, er dachte, ja, ich kenne den Islam nicht wirklich. Ich habe nicht viel über diese Religion gehört. Und ist es denn richtig, die Religion meiner Vorväter zu veruntreuen? Die Religion meiner Vorväter zu verraten sozusagen? Das war für Hamza ein sehr großes Zerren im Herzen. Und er sagt selber, dass er mehrere Tage nicht geschlafen hat. Die Nächte hat er sich um die Ohren geschlagen und konnte diesen Zwiespalt in sich gar nicht ausräumen. Er wusste nicht, wo soll er hin, wo gehört er hin, was soll er tun, wie soll es weitergehen mit ihm. Diese Sache erinnert mich an viele, auch hier viele Deutsche, die zum Islam oder kurz davor sind, zum Islam konvertieren, die nicht wissen, was ist der richtige Weg, was sollen wir tun. Und subhanallah, Hamza gibt uns die richtige Methode rauszufinden, wie sollen wir uns in diesem Moment verhalten. Was hat Hamza gemacht? MashaAllah, mit seiner Weisheit, seiner Hikmah, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, ging er dann ein paar Tage später zur Kaaba, hob seine Hände und sprach ein Bittgebet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sprach, O Allah, bitte zeige mir, was die Wahrheit ist. Und wenn du mir die Wahrheit zeigst, mache mich im Herzen zufrieden damit. Und subhanallah, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Rechtleitung gegeben, hat ihm das Gefühl in sein Herz gegeben, Islam ist die Wahrheit. Hamza selbst sagt, nachdem ich dieses Mitgebet gesprochen habe, habe ich das Gefühl von Zufriedenheit im Herzen bekommen. Er hat den Islam voll und ganz akzeptiert. Hamza, radiallahu anhu,
ging daraufhin zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm davon. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam freute sich natürlich und er machte viel Dua für Hamza radiallahu anhu. Diese Geschichte ist 1400 Jahre her. Doch wenn wir die Geschichte lesen, wir freuen uns heute noch über diesen Tag, an dem er zum Islam konvertiert ist. Mashallah, ein wunderschöner Mann, eine wunderschöne Geschichte. Hamza radiallahu anhu begann daraufhin, sich einzusetzen für die Religion. Und er hat sich vor allen Dingen eingesetzt für die Schwachen der Muslime. Er ist als Schützer aufgetreten. Er hat sie geschützt vor den Quraysh, vor den Adligen der Quraysh. Es gab dann die Zeit, wo die Muslime nach Medina ausgewandert sind und wo es dann auch die ersten Kampfhandlungen mit den Quraysh gegeben hat. Das heißt, bis dahin gab es keine Kampfhandlungen, aber bei den ersten Kampfhandlungen war der Führer, der die Truppen geführt hat in den Kampfhandlungen, Hamza. Hamza wurde genannt der Löwe Allahs und des Gesandten Allahs. Sallallahu alaihi wasallam. Dieser Löwe trug das Banner des Islam. Der trug das Schwert des Islam und kämpfte in der Schlacht von Badr mit den anderen im Sahaba des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und verbrachte dort wahre Wundertaten. Denn man sagt, wo er hingekommen ist, da fielen die Toten nur so um. Der hat wirklich hart gekämpft und hat also glorreiche Taten vollbracht und hat viel Ehre für den Islam dadurch eingeholt. Den Adligen der Quraysh ist natürlich nicht verborgen geblieben. Die haben gesehen, wie Hamza, dieser Löwe, kämpft. Wie er, wenn er kommt, wie nur die Feinde auseinanderfliegen. Und die haben sich einen Plan geschmiedet. Wir müssen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hamza töten. Das heißt, sie nannten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hamza als Todesopfer, als Ziel ihres Attentats in einem Atemzug. Sie haben sich überlegt, wie können wir Hamza um die Ecke bringen. Sie haben einen abessinischen Sklaven gefunden, der sehr bekannt dafür war, dass er mit dem Speer, wenn er den Speer geschleudert hat, sein Ziel fast niemals verfehlt hatte. Dieser Mann hieß Wahshi. Wahshi war ein Sklave und sie haben ihn angeboten, mehrere von den Adligen der Quraysh, wenn du Hamza tötest, bekommst du deine Freiheit. Und Hind, die Frau von Abu Sufyan, den damaligen Führer der Quraysh, sie hat ihm sogar noch all ihr Gold von ihrem Hals genommen und gesagt, Wahshi, wenn du ihn tötest, bekommst du all das Gold, was ich habe. Wahshi überlegte und war einverstanden damit, Hamza zu töten. Er persönlich hat nichts gegen den Islam vielleicht und auch nichts gegen Hamza. Aber diese Verlockung der Freiheit und noch des Goldes haben ihn bestechlich gemacht und er hat gesagt, okay, ich werde versuchen, Hamza zu töten. Es kam die Schlacht von Uhud, das ist die zweite Schlacht des Islam, die vornehmlich angezettelt wurde durch die Quraysh und auch vor allen Dingen durch Hind, die Frau von Abu Sufyan. Also es kam zu dieser Schlacht und die Muslime waren erst im Begriff zu gewinnen. Dann durch einen Fehler von einigen, die ihre Stellung aufgegeben haben, war eine Lücke im Rücken der Muslime frei und so konnten eine Reitertruppe der Quraysh von hinten auf die Muslime also in die muslimischen Reihen eindringen und damit sehr viel Verwirrung stiften. Wahshi, der sich die ganze Zeit versteckt gehalten hatte, nutzte die Situation dieses Chaoses und Hamza, der in seiner Nähe war, er nahm seinen Speer und schleuderte ihn auf Hamza. Er traf Hamza auch und er tötete an diesem Tag Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza ibn Abdul Muttalib wurde an diesem Tag Shahid auf diesem Schlachtfeld. Sein Blut drang in die Erde dieses Schlachtfeldes ein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Hamza zufrieden sein, der König der Märtyrer. Aber es reichte den Quraysh nicht, Hamza zu töten, sondern sie begannen, Hamza zu verunstalten. Sie haben seinen Körper in Stücke geschnitten und sie haben sogar seine Leber herausgetrennt und sie hingebracht. Hind, die Frau von Abu Sufyan, dachte, dadurch, dass sie die Leber kaut, würde sie diesen Hass und diesen Groll auf Hamza, würde der von ihr fallen. Weil in der Schlacht von Badr ihr Vater und ihr Bruder gestorben ist, also getötet wurden von den Muslimen. Sie kaute auch diese Leber, aber es hat ihr im Endeffekt doch wirklich nichts gebracht. Wahshi allerdings wurde freigelassen und blieb fortan in Mekka. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ging danach, nachdem die Schlacht vorbei war, auf das Schlachtfeld und sah Hamza dort liegen. Und dieser Anblick, meine lieben Geschwister,
der war wirklich nicht schön. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war traurig und böse zugleich. Das war für ihn wie eine persönliche Katastrophe. Diesen lieben Freund, diesen lieben Bruder so zu sehen. Erstmal ihn verloren zu haben und dann ihn so verunstaltet, also geschändet, in Stücke gehackt zu sehen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde sehr böse. Und er hat gesagt, also er selber sagte, an diesem Tag spürte ich in meinem Herzen das Gefühl von Rache. Und er sagte, ich werde von den Quraysh 30 ihrer Männer in Stücke hacken lassen. Und die Sahaba sagten, ja, Gesandter Allahs, wenn bei der nächsten Schlacht werden wir 30 von ihnen in Stücke hacken. Das war eine Handlung, die auf diesen starken Emotionen beruhte. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte im Anschluss daran einen Vers, in dem er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zurechtwies. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Nahl, Vers 125, und wenn ihr bestraft, dann bestraft in dem Maße, wie euch Unrecht zugefügt wurde. Wollt ihr es aber geduldig ertragen, dann ist es wahrlich das Beste für die Geduldigen. Und harre in Geduld aus, deine Geduld aber kommt nur von Allah. Und sei weder traurig über sie, noch beunruhigt wegen ihrer Ränke. Wahrlich, Allah ist mit denen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ließ somit seinen Plan, die Quraysh zu hacken, also in Stücke zu hacken, fallen. Das war eine Sache, die wir im Islam dadurch gelernt haben, dass wir nach Billigkeit verfahren. Das heißt, jemand tut uns Schlimmes an und wir werden diese Person bekämpfen. Aber wir werden nicht übertreiben, sondern werden immer in maßvollen, also in einem bestimmten Maß einhalten, um diesen Leuten dann das zurückzugeben, was uns angetan wurde. Hamza, radiallahu anhu, wurde begraben in seinen Sachen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hätte ihn am liebsten liegen lassen auf dem Schlachtfeld, also als Zeichen für die Quraysh, aber ich habe ihn nur aufgrund seiner Frauen wegen begraben, weil der Anblick einfach nicht schön war. Wahshi versteckte sich in Mekka. Als die Muslime, also die Zeit verging und die Muslime haben Mekka eingenommen. Das war für Wahshi natürlich eine Tragödie. Er musste weiter. Er floh nach El-Ta'if. Da hat er sich versteckt. Aber auch in Al-Ta'if wurden die Menschen nach und nach Muslime und haben irgendwann den Islam komplett angenommen. Das war für Wahshi wieder eine Tragödie und er wusste nicht, wohin sollte, denn er befürchtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn töten wollte. Ein Mann aber sagte Wahshi, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat noch nie jemanden getötet, der Muslim geworden ist. Werd doch Muslim. Und das war für Wahshi eine gute Möglichkeit. Also natürlich bezweifeln wir nicht, dass er aus wahrem Glauben zum Islam gekommen ist, aber auf jeden Fall war das für ihn ein Beweggrund, den Islam anzunehmen. Der ist also nach Mekka gegangen zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und hat die Shahada ausgesprochen, noch bevor der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf gehoben hat. Also ein bisschen ein Trick von ihm. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sah ihn dann an und sagte, bist du Wahshi? Und er sagte, ja. Da sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, du hast Hamza getötet. Beschreib mir, wie du ihn getötet hast. Und Wahshi beschrieb genau, was sich zugetragen hat auf diesem Schlachtfeld. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, in seinem Herzen spürte er diesen Schmerz. Also diese Erinnerung kam ihm hoch und er sagte zu Wahshi, geh mir aus den Augen, ich will dich nie wiedersehen. Und so hat Wahshi das auch gehandhabt. Er hat dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erst nie wieder unter die Augen getreten. Aber Alhamdulillah, er ist Muslim geworden und Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht uns alle Sünden, wenn wir dafür tauber machen. Das war die kurze Biografie von Hamza radiallahu anhu. Wir können viel daraus lernen, viel sehen daraus, wie man Einsatz für den Islam zeigt und wie man wirklich bis zum Äußersten geht, um sich für diese Religion einzusetzen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war natürlich sehr traurig über den Tod des Hamza, des Löwen von Allah subhanahu wa ta'ala und des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und seine Traurigkeit zeigte sich auch in seinem Gesichtsausdruck den Sahabern gegenüber. Allah subhanahu wa ta'ala allerdings hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf eine ganz besondere Art beschwichtigt. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allweise und er zeigt uns manchmal an bestimmten Menschen Dinge, woraus wir selber eine Lehre ziehen können. Und genauso war das mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auch, als er von der Schlacht von Uhud, von diesem Schlachtfeld zurück Richtung Medina ritt, da trafen die unterwegs eine Frau. Und die Sahaba kannten diese Frau und sagten, mussten die eine
schlimme, also für die Sahaba natürlich eine schlimme Mitteilung machen. Sie sagten zu der Frau, du hast heute, also wir müssen eine Mitteilung machen, du hast heute leider deinen Vater, deinen Bruder und deinen Sohn auf dem Schlachtfeld verloren. Was sagte diese Frau? Sie sagte, wie geht es dem Gesandten Allahs? Und die Sahaba sagten, wir haben dir gesagt, du hast deinen Vater, deinen Sohn und deinen Bruder verloren. Sie sagte, das ist mir egal, wie geht es dem Gesandten Allahs? Sie sagten, es geht ihm gut. Sie sagte, bitte, ich will ihn sehen, ob es ihm wirklich gut geht. Und so holten sie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sie sah, dass es ihm gut geht und sagte, alles Unglück ist egal, solange es dir gut geht und du gesund bist. Diese Sache hat dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ein Lächeln auf sein Gesicht gezaubert. Das ist für uns eine Sache, die uns vielleicht begreiflich machen soll, dass wir alle Verluste tragen müssen. Wir alle. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat die heftigsten Verluste getragen, aber so müssen auch wir in unserem Leben Verluste tragen. Aber tragen wir diese Verluste, wie diese Frau sie getragen hat? Es hat sie nicht interessiert. Es ging ihr vornehmlich um die Botschaft des Islam, dass der Islam weiterhin existiert. Und persönliche Verluste waren ihr, natürlich hat sie das auch betroffen, aber waren ihr erstmal egal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns daraus eine Lehre ziehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Recht leiden und uns Kraft geben, uns einzusetzen für diese Religion, so wie Hamza ibn Abdul Muttalib das getan hat. Das sind die Worte, die ich sage. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.